Sportler des Jahres, Katrin. Auf wen setzt du denn? Puh, schwierig. Rosberg, Hambüchen, Frodeno, Allerhaut. Was ist das denn? Wer hat mir denn den Blatter untergejubelt? Guck mal hier, ohne Sattel ins Ziel und damit olympisches Gold. Chapeau. Und weißt du was? Ich hau noch Angelique Kerber raus. Jawohl. Mannschaften, Beachvolleyball, die Handballer. Gerne, Wappi. Oh, ich glaube, wir müssen los. Flott. Dem Kurhaus Baden-Baden. Zum 70. Mal die Wahl Sportler des Jahres. Ihre Gastgeber sind Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Zerne. Rosberg ist da. Geht's gut? Hallo, willkommen. Und Vorsicht für alle. Die deutsche Handballnationalmannschaft ist da, könnte also noch durchaus turbulent werden. Die Creme de la Creme des Sports ist da. Das gibt's nur einmal im Jahr, nämlich kurz vor Weihnachten hier in Baden-Baden. Hallo. Wow. Guten Abend. Danke sehr. War gar nicht abgesprochen. Guten Abend und herzlich willkommen. Mann. Und dann gehen wir rein in die Top 10. Platz 10 bei den Mannschaften. Der Deutschland-Achter. Glückwunsch auch für Silber in Rio. Olympiagold für den Kajak-Vierer der Männer. Rang 9. Platz 8 geht an die Paralympicsieger der 4x100-Meter-Staffel. Olympiagold auch für Sie. Platz 7 geht an den Ruder-Doppelvierer der Frauen. Und ein Platz vor Ihnen der Doppelvierer der Männer, ebenfalls Olympiasieger. Und weil es so schön ist, auch für Sie gab es olympisches Gold. Platz 5 für die Equipe der Dressurreiter. Im olympischen Finale knapp an Brasilien gescheitert, die Olympiamannschaft der Fußballer auf Rang 4. Wer wird Mannschaft des Jahres? Das entscheidet sich jetzt unter diesen drei Top-Teams. Werden es die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die Fußball-Olympiamannschaft Frauen oder die Nationalmannschaft der Männer im Handball? Sieger bei der Wahl Sportler des Jahres Kategorie Mannschaft. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Die Überraschung von Rio de Janeiro. Olympiasieg im Hexenkessel an der Copacabana. Die Mannschaft des Jahres 2016. Gratuliere. Gratuliere ganz herzlich. Freut mich sehr für Sie. So. Das Mikrofon gibt links. Was ein Abend, oder? Wow. Standing Ovations für die Mannschaft des Jahres.
Und Laura, wir haben Glück, dass Sie heute Abend bei uns sind. Die OP vor nicht mal einer Woche. Zwickt es noch ordentlich oder ist alles gut? Nee, am liebsten würde ich sie wirklich abnehmen, aber ich darf nicht. Also sie muss wirklich noch dran liegen und ich muss sie noch einige Wochen behalten, damit ich wirklich dann nächstes Jahr wieder hart angreifen kann. Es war richtig, richtig groß, was wir geschafft haben, haben Sie gesagt. Und Sie haben recht damit. Mythos Copacabana. Es ist schon so ein Kindheitstraum gewesen. Also seitdem ich mich mit 13, 14 für den Leistungssport entschieden habe, war es immer so, einmal zu den Olympischen Spielen kommen. Die Sandflüsterinnen. Es ist der 17. August, kurz vor Mitternacht. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, ein neues Team. Auf Sand. Es war einfach ein Vierjahresplan, ne? Dass wir das jetzt angehen wollen, wirklich nur im Hinblick darauf, dass wir 2016 nach Rio wollen. Mit Jürgen Wagner, dem Goldtrainer von Brink-Reckermann, eine Mannschaft auf Zeit, auch eine Schicksalsgemeinschaft. Mai 2015. Was mutet man dem eigenen Körper zu? Erst pfeifisches Drüsenfieber, dann ihr Knie. Das halbe Dutzend an Operationen ist bei Kira Walkenhorst längst voll. Jetzt die schmerzlichste. Rio, das Projekt, ist gefährdet. Der Plan ist, schnellstmöglich wieder auf dem Spielfeld zu stehen. Auch wenn Qualifikationsturniere ausfallen, Niederlagen unvermeidlich sind, die Zeit verrinnt. Aber das Team hält zusammen. Und wie? Es ist halt wirklich eine schwere Zeit einfach und die sind immer alle für uns da. Let's play Beach Volleyball! WM 2015, Vorbereitung zu kurz, wieder keine Medaille für Europameisterinnen. Das ist super ärgerlich. Ein Wettlauf mit der Zeit für das stärkste deutsche Beachvolleyball-Duo. Aber das Ziel immer vor Augen. März 2016, Grand Slam in Rio, Viertelfinale. Vor Augen ihrer Sportpsychologin hier links. Niederlage gegen die USA mit der dreimaligen Olympiasiegerin Kerry Walsh. Das mögen Sie jetzt nicht, wenn ich das sage, aber ich finde es sogar gut, dass Sie verloren haben, um zu gucken, woran können wir arbeiten. Weil das war wirklich, es waren so die letzten paar Prozent, die wir noch festigen müssen. Niederlagen machen hungrig. Aber dann erneuter EM-Titel, nun Hamburg. Heimspiel, das Major-Turnier als Generalprobe. Halbfinale. Trotz mehrmaligen Rückstands bezwingen sie das erste Mal die US-Girls. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, sie sind heute fällig. Das noch zu drehen, hier zu Hause, schöner kann man sich nicht vorstellen. Ah, in Rio vielleicht nochmal, aber sonst. Hamburg als Zeichen. Im Finale. Sieg gegen brasilianische Weltmeisterinnen. Der Sommer wird zum Rausch. Es folgt Olympia. Das Finale. Sie machen weiter. Bis 2020, bis Tokio. Und das ist noch eine schöne Nachricht am Ende. Sie machen beide weiter. Bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Sind denn alle im Team auch dabei geblieben, die Sie so stark machen? Ja, das ist zum Glück so, dass alle das Ja gegeben haben und wir in dem genau gleichen Team bleiben und uns alle mal wieder stark machen. Auch in den letzten 4 Jahren haben die uns tierisch stark gemacht. Also ohne die wären wir garantiert nicht da oben gelandet. Und da hier nochmal ein Dankeschön. Helke Klaassen ist auch dabei, unsere Co-Trainerin. Und die ist eine Granate. Maßgeblicher Teil ist auch ihre Sportpsychologin. Sie betont immer wieder, wie wichtig die ist. Und weil sie so wichtig ist, darf sie auch Preise überreichen. Yeah. Herzlich willkommen, Annette Schigetti. Hallo. Tut mir leid. Annette, wir müssen das ganz kurz auflösen, ja, weil gerne. Laura wollte nämlich eigentlich, dass Sie heute Abend mit nach Baden-Baden kommen und Sie haben aber gesagt, ich habe gar keine Zeit. Ja, wichtiger keine Termin. Lust hatte. Ja. Keine Luft? Ist ja noch schlimmer. Quatsch. Genau. Ja, ich habe euch angelogen oder dich angelogen, dir gar nichts erzählt. Genau. Ich möchte euch diese Preise überreichen im Namen des gesamten Teams. Helke, wo sitzt du?
Genau. Helke kann ja da sein oder kann hier sein, Jürgen leider nicht, Katha, Jochen auch nicht und der Rest des Teams, darum mache ich das. Und herzlichen Glückwunsch und großartige Leistung und wundervoller Preis für euch. Dankeschön. Vielen Dank, Annette. Danke sehr. Wollen Sie hier bleiben? Sie dürfen auch gerne. Ja, sie bleibt bei mir. Gut, also, wir müssen ganz kurz sprechen noch über die aktuellen Vorbereitungen, die ja schon wieder laufen, weil Laura macht noch kurz Pause. Kira ist wieder mittendrin nach einer relativ langen Pause. 75 Tage haben Sie nichts gemacht. Wie ist denn dann so das erste Training? War das wirklich so lange? Ja. Kam mir gar nicht so vor. 75 Tage. Es ging das erste, die erste Einheit haben wir tatsächlich noch zusammen gemacht. Das war noch vor Lauras Schulter-OP wieder. Wir waren nicht ganz so motiviert, hätten auch noch gerne ein paar Wochen Urlaub länger gemacht. Aber wenn man dann einmal am Ball wieder ist, ja, kribbelt's wieder. Also es macht Spaß. Wir hatten alle Freunde, auch unsere Trainer, wirklich ein Lächeln wieder im Gesicht. Und ja, wir haben Bock, weiter hart zu arbeiten und haben Gott sei Dank nächstes Jahr die Weltmeisterschaft, wo wir, wie wir gerade noch mal gesehen haben, eine Rechnung offen haben und da auf jeden Fall noch mal bestmöglich angreifen wollen. In der Küstenstadt Wien übrigens, bringt mich noch mal zu der Frage zurück, zweite Station, erst überhaupt Beachvolleyball olympisch in Rio nach Sydney. Macht Beachvolleyball am Strand tatsächlich noch mal mehr Spaß? Ja, also erstmal gibt es da ein bisschen ein paar mehr Bedingungen oder äußere Bedingungen, die da Einfluss nehmen. Also der Wind ist am Strand dann doch immer mal ein bisschen doller. Gerade auch in unserem Finale kam auf einmal der Wind, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. In der Stadt ist das ein bisschen ruhiger. Allerdings muss man schon sagen, so auf natürlichen Sand am Strand ist immer am schönsten, definitiv. Und Sie bereiten sich exzellent und professionell vor auf jedes Turnier, zum Beispiel auch auf den Sand von Rio de Janeiro. Den haben Sie nämlich genau zusammensetzen lassen. Und wir haben diesen Sand, damit er unvergessen bleibt, für Sie noch mal mitgebracht. Eine kleine Portion echter Sand aus Rio de Janeiro, Copacabana. Bitte für jeden. Danke schön. Kann ich hänge ihn mal drüber. Genau, hänge ich ihn gerne um. Jetzt komme ich mir gerade vor wie ein IOC-Funktionär. So, bitte sehr. Ja, das ein bisschen mit mehr Gefühl gemacht. Okay. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die Mannschaft des Jahres, unsere Beachvolleyballerinnen. So. Und jetzt machen wir die Bühne nochmal voll. Hier ist die letzte Auflösung. Platz 2 bei der Wahl Sportler des Jahres in der Kategorie der Mannschaften geht an die Handballnationalmannschaft der Männer und Platz 3 die Frauenfußballnationalmannschaft.